Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, das ist ein bisschen wie die FFP2-Maske für mich. Ja, nee, mach mal ruhig, ist ja gut. Fühlt sich da jemand angesprochen? Ein Sesselbund ist der Podcast der Neulandrebellen. Bell, 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 bell. Damit bin ich am Ende. Willkommen bei einer neuen, kleinen, ganz kurzen Episode Ein Sessel Buntes, dem Neuland-Rebellen-Podcast, in dem es heute eigentlich nur um eine Fragestellung geht, beziehungsweise um eine Verständnisfrage meinerseits. Denn Herr Wieler wird uns gleich erklären, was es mit der Krankenhausinzidenz auf sich hat und wie man die am sinnvollsten behandelt. Und ich muss gestehen, ich verstehe es nicht ganz und dementsprechend gebe ich die Frage jetzt einfach mal weiter. Vielleicht kann mir da draußen ja jemand helfen und möglichst nicht so wie hier. Eins gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn alle Länder so auf Daten warten würden, bevor sie was tun, hätten wir keine Daten. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Wir wollten uns um Wieler kümmern und wir hören da jetzt mal rein, wie er diese ganze Geschichte mit der Hospitalisierungsinzidenz erklärt. Ja, genau. Der Kollege Kuhn vom Deutschlandfunk fragt digital an Sie gerichtet, Herr Wieler, nach der Meldepflicht für Krankenhäuser bei der Hospitalisierungsinzidenz fließen Patienten, also wie das konkret geregelt ist, und fließen Patienten, die nicht wegen Corona eingeliefert wurden, sondern bei denen die Infektion nur als Nebendiagnose festgestellt wird, grundsätzlich in die Statistik ein? Ja, also die Frage verstehe ich soweit und die finde ich mehr als verständlich, denn genau darum geht's ja. Wird wirklich jede Corona-Diagnose im Krankenhaus als Corona-Fall behandelt und bedeutet Corona-Fall dann eben auch Erkrankung? Da muss man ja schon differenzieren, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und Herr Wieler versucht uns hier mal aufzuklären. Ja, das ist ein Thema, das wir sehr intensiv, denke ich, vor einigen Wochen schon besprochen haben. Nochmal zum Vorgehen. Es gibt bestimmte gesetzliche Regelungen. Eine Verordnung ist geregelt worden, dass die Krankenhäuser Personen, die Corona infiziert eingeliefert werden oder wenn sie später diagnostiziert werden, natürlich genauso, dass die Krankenhäuser diese Personen melden. Melden? Ja, aber das sagt ja immer noch nichts darüber aus, ob die jetzt wirklich krank oder nur infiziert sind, also sozusagen symptomatisch oder asymptomatisch sind. Vielleicht kommt das ja noch. Das ist insofern wichtig, als wir darüber etwas über die Belastung der Krankenhäuser, Entschuldigung, über die Schwere der Krankheit lernen. Je mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, der Idee dahinter ist der Gedanke, desto schwerer sind die Krankheitsverläufe. Also diese Hospitalisierungsinzidenz ist ein Maß für die Schwere der Erkrankung. Okay, das verstehe ich aber immer noch nicht. Und vielleicht bin ich hier auch falsch abgebogen und jemand da draußen kann mir das erklären. Er spricht jetzt von der Schwere der Erkrankung. Aber ja, nicht jede Covid-Diagnose bedeutet ja, dass es überhaupt eine Erkrankung gibt, dass überhaupt eine Erkrankung vorliegt. Wenn aber jede Diagnose gemeldet wird, dann stimmt ja das ganze Verhältnis zwischen Erkrankten und Diagnostizierten überhaupt nicht. Oder wie? Und das ist eine gesetzliche Verordnung und die Krankenhäuser müssen dort melden. Und das tun sie in unterschiedlichem Maße. Das tun sie in unterschiedlichem Maße. Das ist wieder Robert-Koch-Institut pur, oder? Sie tun's oder auch nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber er hat da ja auch eine Idee. Wir wissen, dass es bei all diesen Meldesystemen, bei der sogenannten Surveillance, immer bestimmte Untererfassungen gibt. Das ist der Grund, warum wir ja auch seit einigen Wochen hier eine adjustierte Hospitalisierungsinzidenz angeben. Das hatten wir auch in einem Workshop unter anderem auch Datenjournalisten sehr gut dargelegt.
Ja, auch hier meine Frage vielleicht, ich war ja bei diesem Workshop nicht dabei und vielleicht kann mir jemand erklären, was die adjustierte Krankenhausinzidenz jetzt konkret bedeutet. Also adjustiert im Sinne von quasi den Umständen oder neuen Umständen angepasst. Das bedeutet es ja grob. Aber was heißt das genau? Also was für Anpassungen wurden vorgenommen und wie genau muss man sich die adjustierte Krankenhausinzidenz jetzt vorstellen? Das heißt also, wir wissen, dass es eine gewisse Untererfassung gibt und durch die Adjustierung wollen wir das ausdehnen. Natürlich kann es sein, dass eine Person nicht mit Corona als diagnostiziert ins Krankenhaus kommt und dann wird sie dort als diagnostiziert vielleicht erkannt. Aber es sind natürlich viele dieser Fälle, sind eben auch auf Corona zurückzuführen. Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel von einer Person, die ich jetzt zufällig selber kenne. Eine junge Frau, 21 Jahre alt, kerngesund, hat einen Schlaganfall und wird eingeliefert mit einem Schlaganfall. Und dann stellt sich heraus, dass der Schlaganfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion steht. Ja? Tut mir leid. Verstehe ich auch wieder nicht. Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bedeutet das jetzt, der Schlaganfall wurde ausgelöst durch die Corona-Erkrankung oder wie muss ich mir das vorstellen? Hätte es diesen Schlaganfall dann, also das ist ja normalerweise das, was man da jetzt raushört aus dem, was er sagt, es hätte diesen Schlaganfall ohne Corona nicht gegeben. So verstehe ich Wieler. Selbst wenn das stimmt, sagt das immer noch nichts darüber aus, wie viele Patienten Corona diagnostiziert und wie viele erkrankt mit Symptomen sind. Also das ist nun mal die Biologie und das ist nun mal die ganze Problematik, die wir im Gesundheitssystem haben. Sie wissen natürlich nicht immer von vornherein, warum ein Mensch eingeliefert wird, was die Ursache der Krankheit ist. Dafür haben wir gute Ärzte, die das rausfinden. Und wenn Sie wissen, dass das dann zum Beispiel durch Coronavirus geschehen ist, dieser Schlaganfall, dann werden Sie natürlich entsprechend auch therapieren und bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also das ist gelebter Alltag und Gott sei Dank haben wir in Deutschland viele sehr gute Ärzte, die in der Lage sind, das dann auch zu diagnostizieren und entsprechend zu behandeln. Gut, wie gesagt, das mit dem Schlaganfall verstehe ich schon mal nicht so ganz oder diesen speziellen Fall verstehe ich nicht ganz. Mir ist halt nicht klar, inwiefern der Schlaganfall wirklich mit Corona zusammenhängt, beziehungsweise überhaupt erst durch Corona ausgelöst wurde oder nicht oder wie auch immer. Abgesehen davon wird es jetzt nicht so wahnsinnig viele Schlaganfall, selbst wenn das jetzt tatsächlich Corona löst Schlaganfall aus, abgesehen davon wird es natürlich nicht so wahnsinnig viele Schlaganfallpatienten geben, die nicht ins Krankenhaus gekommen wären, wenn sie kein Corona gehabt hätten, weil sie dann gar keinen Schlaganfall gehabt hätten, wie auch immer. Die Frage, die für mich am Ende übrig bleibt, ist halt die nach der Datenlage, also nach der Frage oder nach der Differenzierung, nach der Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften, also letztlich nach der Datenlage. Eins gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn alle Länder so auf Daten warten würden, bevor sie was tun, hätten wir keine Daten.